seid, mein Ursprung, mein Vertrauen, meine Insel und mein Schatz, mein Mund formt euer Lachen, mein Herz schlägt euren Takt. Das ist so ein krasses Gefühl, dass es eben, dass man da wo reintaucht in die Erde, was eigentlich Teil unseres Planeten ist, aber da ist halt niemand oder da guckt kaum einer hin. Sie haben 12 Jahre nichts investiert. Ich weiß gar nicht, wie man das anders sehen kann. Ich verstehe die Kritik nicht. Wir mussten das so machen und wir haben die Vorgaben erfüllt. Bist du denn zufrieden mit den Bedingungen der Stadt? Unterstützt euch Bremen? Also ich habe mir vor vielen Jahren, ehrlich gesagt, abgeschminkt, mich noch mit dieser Materie auseinanderzusetzen. Weil, das klingt aber resignativ. Erwartest du da gar nichts mehr? Nee, weil wir es ja auch ohne sie hinkriegen. Also Tatmotiv, Habgier. Hass. Hass, oh, sehr gut. Hass. Tatwaffe? High Heels. Ah, High Heels. Ich dachte... Wir klauen denen die Zukunft. Was wir gerade machen, also wir jetzt alle, die da so leben, wir machen eine riesige Schuld auf, die die nächsten Generationen bezahlen müssen. Man kann es so und anders machen, es gibt immer Kritik. Ich finde das aber eine interessante und, glaube ich, eine respektable Entscheidung. Wie gefährlich ist denn eigentlich Bremen? Also ich glaube, es ist ziemlich human in Bremen geworden, aber die Zeiten sind auch schon anders gewesen. Kreative Wurzeln sind dann ja auch in dieser Stadt gelegt worden. Es war für so ein riesiger Spielplatz, da habe ich auch meine besten Freunde kennengelernt und so. Mhm. Also Bremen löst bei mir gute Gefühle aus. Bremer Freimarkt oder Hamburger Dom? Da bleibe ich auch bei Bremer Freimarkt. Welches Tier kommt in keinem Bremer Denkmal vor? Elefant. Nein, das stimmt nicht, LH. Löwe. Genau. Elefant ist das große Denkmal am Freimarkt. Ach, stimmt. Oh, wow. Schlecht. Okay, verloren.